Statuen der alten Götter. Nur Frauen. Okay. Von der kurvigen Sorte. Wollte ich ja. Smartstaub. Ein bisschen. Statuen der alten Götter. Nur Frauen. Von der kurvigen Sorte. Statuen der alten Götter. Nein, nicht nur das. Nur Frauen. Das andere. Von der kurvigen Sorte. Ist was zu looten. Und ich muss mal eben hier vorbei. Ein Stein. Okay, da würde ich gerne mal rein. Ja. Ich habe mir deine Statuen angesehen. Und? Lebensecht, findest du nicht? Mhm. Vor allem die Frauen. Melitheles Brüste sind die größten, die ich je gesehen habe. Oh ja, Fabians Werk. Und ich sag noch, Bruder, solche Titten würden jeden Rücken brechen. Schnitz die mal nach. Er meinte aber, sie würden den Absatz steigern und ich solle die Klappe halten. Und das mit dem Absatz kam hin. Bis zu einer Tempelmesse. Da sagte Hochwürden, wer Idole vom Anderling Meier kaufe, sündige doppelt. Als Ketzer und als Lüstling. Da war Schluss mit lustig. Gut, wir haben genug geredet. Ich muss mich umsehen. Sei mein Gast. Aber pass auf die Hunde auf. So, wie kommen wir hier rein? Eventuell. Wir kriegen mal einen Schlüssel her. Hier vielleicht. Aha, Brechen ist blöd. Statuen der alten Götter. Schon nur wieder. Frauen. Von der kurvigen Sorte. Das ist schon gelesen, aha. Vergiss nicht, dass das Licht ist, was man aus der Gegend. Okay, das haben wir auf jeden Fall gelesen. Das ist wahrscheinlich derselbe Brief. Urkunde. Herz zu Herz zu rücken und werden Konsequenzen oder Taten geben. Okay. Das untersuchen. Blutflecken. Hier wurde Fabian gefunden. Hier hat jemand irgendwas über den Boden gezogen. Oder von einer Wand zur anderen. Mehrmals. Darf ich eigentlich mal in die Werkstatt? Ich habe da nicht einmal reingeguckt, seit sie Fabian gefunden haben. Aber ich lass dich rein, wenn du willst. Na, was sehen wir hier Schreckliches drin? Erstmal looten. Oha. Ja. Vielleicht auf dem Boden. Gut, wir haben genug geredet. Ich muss mich umsehen. Sei mein Gast. Du
wollte auf den Boden gucken. Ich habe auf den Zwerg geguckt. Das ist ja nicht Skyrim hier. Dass Diebstahl hier bestraft wird. Die Möbel wurden umgeworfen. Das hier sieht nach einem Tritt aus. Formaldehyd. Das hat wohl kaum Fabian benutzt. Wer kann euch mit zwei? Formaldehyd. Das hat wohl kaum Fabian benutzt. Noch mehr Blutflecken. Aber nicht so viele, als dass er daran verblutet wäre. Außer jemand hat das Blut weggewischt und nur ein paar Flecken zurückgelassen. Flash die Zünden, kristallisiert. Ah, das war schon. Menschlich. Total verwest. Hier gibt es nichts Interessantes. Okay, da sind wir fertig. Ja. Ich bin schon im Bilde. Fabian war in der Werkstatt, als der Mörder ihn angegriffen hat. Sie kämpften. Fabian wurde überwältigt, dann gefoltert. Eine Weile. Die Einzelheiten muss ich nicht wissen. Sie schlagen mir auf den Magen. Als es vorüber war, zog der Mörder Fabian auf den Hof. Er machte aus den Skulpturen einen Scheiterhaufen und setzte sie in Brand. Aber warum? Wozu denn? Um ein Exempel an ihm zu statuieren. Für die ganze Stadt. Mhm. Gut, wir haben genug. Hier erfahre ich nichts mehr. So, dann gehen wir. Das in der Puschel angegriffen wurde. Die haben wir noch nicht. Okay, da müssen wir nochmal. Müssen wir nochmal rein. Was willst du? Eine Feuerschale. Zu dieser Jahreszeit. Menschlich. Von Priscilla. Eine Feuerschale. Zu dieser Jahreszeit. Ein Blick zwischenwürdig. Der Fußabdruck eines Mannes. Vielleicht des Mörders. Es lag Gewicht auf der Ferse. Er hat einen Schritt nach hinten gemacht. Er spuckte nur. Den Geruch kenne ich. Formaldehyd. Aha. Fußspuren. Der Mörder ist geflohen, bevor die Wachen kamen. Hier entlang. Das ist eine Sackgasse. Hier enden die Spuren. Seltsam. Diese Mauer würde nicht mal ich schaffen. Da wehen Wander durch. Entweder ein Bug oder. Und das ist ein Geheimgang. Können wir noch nicht blicken. Das ist einfach ein Monster, was hochspringen kann. Schrecklich blass. Mensch, hast du Angst? Als ob ich noch nie einen Formaldehyd. Noch nie einen Hexer gesehen. Ab zum Lächeln-Beschauer. Ja. Scheiße. Dass alle sich hier beschweren, oh, du siehst besser aus, du siehst besser aus und so weiter. Ich habe nie einen Hexer gesehen. Das ist. Ich meine, das Geralt ist ja nicht der einzige Hexer hier. Du musst doch irgendwie. Ich zahle keine Steuern, damit solche Gestalten nicht. Du siehst mir aus, als wäre ich ein Krieger.
bisschen was zu trinken für unterwegs. Geralt, nicht? Gut, dass du hier bist. Ich habe mit der Autopsie auf dich gewartet. Nett von dir. Von meinem letzten Besuch warst du ja nicht begeistert. Weil du unangekündigt und in unpassender Gesellschaft aufgetaucht bist. Außerdem war Hochwürden Nathaniel im Anmarsch. Unser Geistlicher hat die Stadt in einer wichtigen Angelegenheit verlassen. Und ich weiß, wer du bist und was dich antreibt. Ich helfe sehr gerne bei deinen Nachforschungen. Von Graz hat mir alles über dich erzählt. Ah, zweifellos hast du erfahren, wie ich den edlen Anführer der Studentenproteste in den Kerker werfen ließ. Aber hast du auch gehört, dass die Proteste alles andere als friedlich waren? Oder hat er das zu erwähnen vergessen? Es sind Leute gestorben, Hexer. Wer Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ablehnte, lag morgens im Rinnstein. Die Kehle mit klinischer Präzision aufgeschlitzt. Joachim war mein Lieblingsstudent, aber ich musste doch etwas unternehmen. Also zeigte ich ihn an. Dann verließ ich die Universität und nahm die Stelle in der Leichenhalle an. Dort kümmert meine Vergangenheit keinen. Joachim hingegen... Hätte ich gerne noch eine dritte Meinung zu. Die Ironie des Schicksals. Jahre später wurde er Leiter der Station, die ich gegründet hatte. Wie alt ist von Graz? 50? 60? 53, glaube ich. Warum fragst du? Du siehst reichlich jung aus, um sein Lehrer gewesen zu sein. Kein Wunder. Ich lebe seit Jahren im Kalten und Dunklen und atme Balsamierungsdämpfe ein. Die Arbeit mit Leichen verlängert das Leben. Amüsant, nicht? Wer ist diesmal das Opfer? Joris Aquinus, ein Theologiedozent an der Universität von Ochsenfurt, wurde heute früh in seinem Haus gefunden. Aus seinen Büchern hatte man einen Katafalk gebaut. Waren irgendwelche besonderen Titel dabei? Offenbar handeln alle Bände vom ewigen Feuer. Es sind Traktate, die sich kritisch mit den Glaubensdoktrinen befassen. Ja, Todsünde in Novigrad. Also ein Religionsfanatiker. Fangen wir an. Gerne. Die Wunden passen zum Vorgehen des Täters. Das Opfer wurde gefesselt und gezwungen, Formaldehyd zu trinken. Dann entfernte der Mörder die Augen, platzierte glühende Kohlen in den Augenhöhlen, öffnete den Brustkorb und... Was ist das denn? Pergament? Aus Menschenhaut? Eine Nachricht des Mörders. Der Name seines nächsten Opfers. Patricia Wegelbuth. Kennst du sie? Ja, ich war sogar schon mal bei ihr. Mit... Ich muss sie finden. Sofort. Ich muss sie finden, bevor der Mörder sie findet. Und zwar schnell. Bis zum nächsten Mal, Hexer. Das könnte schon sehr gleich sein. Detektiv Armstrong. Dem Hexer. Noch Geralt. Also wirklich Arme mit einer Bibliothek. Man stellt sich das vor. Spitzeln wird mit dem Tod bestraft. Richtig, das ist besonders. Vor langer Zeit habe ich einer Frau vertraut. Ich war bereit, meine rechte Hand. Diejenigen, die tun, rettet uns vor den Bösen. Wird das Feuerwerk. Das ist dieselbe Predigt. Ja, exakt. Diejenigen, die sündig waren.
Du gehst lang. Ich muss ganz in der Nähe sein. Die Karte ist nicht markiert. Ein bisschen Wege putz. Benimm dich, Hexer! Hätten wir das Pferd nehmen können. Mach langsam! So, auf geht's. Scheinbar eine Strecke. Gut, dass ich das Pferd geholt habe. Hätte ich noch lange laufen können. Ach, das Ding. Hätten wir Schnellreise machen können. Wäre nur schnell da gewesen. Ich weiß, wo wir hin müssen. Ist eine ganz schöne Strecke. Schneller. Diese Jugend heutzutage, alle weichen der Welt. Hat das zu mir gesagt? Gut. Weil Geralt so jung aussieht. Ich habe große Angst zum Doktor zu gehen. Man weiß schließlich nicht, wann er Hexe hat. Hier müssen wir hin. Ich muss hier rein. Was willst du? Leben retten. Ich will Patricia Wegelboot sprechen. Du glaubst wohl, jeder der hergelaufene Strauch könnte. Sie ist in Lebensgefahr. Lass mich rein, sonst hast du ihr Blut an den Händen. Wenn du dir das nur ausgedacht hast, schmeißen sie meinen Hintern hochkant raus. Und ich dachte, eine Wache sollte ihre Schützlinge beschützen, nicht ihren Hintern. Na schön. Ich bringe dich zu Herrin Wegelboot. Aber keine Tricks, klar? Vielleicht hat Doppenbau den Mörder auf frischer Tat. Oder auch nicht. Oh, Geralt, das ist ja eine schöne Überraschung. Gar nicht schön. Ich muss deine Mutter sprechen. Ihr Leben ist in Gefahr. In Gefahr? Mach keine Witze. Ich habe Mutter heute Morgen gesehen. Sie war traurig, aber bei bester Gesundheit. Keine Zeit für Erklärungen. Vertrau mir, bitte. Das ist doch alles kaum zu glauben. Aber es scheint dir ernst zu sein. Bitte folge mir. Und zwar schnell. Ein ideales Feuer für Bellatine. Ist nur die falsche Jahreszeit. Ich sagte ja, dass Mutter mir traurig vorkommt. Weißt du noch? Tatsächlich steckt sie mitten in einer Glaubenskrise. Jetzt komm! Schweren. Wir waren in Novigrad. Da hat Mutter die Scheiterhaufen auf dem Platz des Hierarchen gesehen. Sie hat auf dem Heimweg kein einziges Wort gesprochen. Sie brachte alle heiligen Bücher, Insignien und Reliquien nach draußen und verbrannte sie. Hörst du? Still und ruhig. Scheint alles in Ordnung zu sein. Still und ruhig ist nicht das, was wir hören. Zur Sicherheit. Du bist hartnäckig, nicht? Gut. Aber warte hier bitte. Mutter ist sicher nicht in der Stimmung für Gäste. Ich hab's befürchtet. Er ist zur anderen Tür raus! Schnapp ihn! Der frische Tat. Das Wunder. Und weiter. Ausschwärmen! Der Mörder ist noch hier! Da ist er. Ich sehe ihn rennen. Da ist er. Auf ihn! Ich bin doch nicht der Mörder hier. Meine Fresse.
entkommen. Halt! Sonst kriegst du einen Bolzen zwischen die Augen. Ja, lass den Mörder entkommen, ihr Wichser. Ich bin der Falsche. Spar dir die Mädchen. Ich bring dich jetzt zur Erbin. Ach. Na schön. Der Mörder ist ohnehin weg. Zeig den Weg, du Held. Verdammt. Wir haben ihn, Herrin Ingrid. War nicht einfach. Nimm die Armbrust weg, bevor du dir wehtust. Der Mann ist unschuldig. Vergib mir, ich sah ihn rennen. Ich hielt ihn für den Mörder auf der Flucht. Hinter dem war ich her. Ich hätte ihn auch gekriegt, wenn du mir nicht reingepfuscht hättest. Geh mir aus den Augen, sofort! Na toll, große Scheiße. Warum hat er ihr das angetan? Warum? Weil sie das ewige Feuer gelästert hat. Das ist die einzige Parallele zu den anderen. Ingrid, ich weiß, dass es hart für dich ist, aber der Mörder hat bisher immer einen Hinweis zum nächsten Opfer bei den Leichen gelassen. Darf ich? Na schön, aber ich lasse dich mit ihr alleine. Ich will sie so nicht sehen. Den Mörder fast gekriegt. Ich will mich nicht so an sie erinnern. Scheiß wach nicht gewesen, Leon. Sorge dafür, dass sie das letzte Opfer ist. Bitte. Das hätte ich, wenn ich den Mörder gekriegt hätte. Das Dreckswachen. Blutergüsse, abgerissene Fingernägel. Sie hat sich verteidigt. Darum hat es wohl länger gedauert. Und er wäre fast geschnappt worden. Da haben wir es. Süße Nettie bei Krüppel Kati. Er wird dreister. Nicht nur ein Name, sondern auch eine Adresse. Diesmal kommt er nicht davon. Finde die süße Nettie mit Kuppelkarte. Ja, jetzt schnell. Du musst wieder verkacken. Zeit für Umwege. Müssen wir mal schnell eine Schnellreise machen. Wo ist das Schild? Das Schwert wird stumpf. Müssen wir bei Gelegenheit reparieren. Müssen wir ein Reparaturset finden. Platz des Hierreichen, das am nächsten dran. Sind wir denn hier in Deutschland des 19. Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts. So, was wollte ich gerade mal? Keine Ahnung. Machen wir die Quest weiter. Du Schwein! Aus dem Weg, ich hab Leben zu retten. Jetzt müssten wir eigentlich rechtzeitig ankommen, bevor das foltern kann.
zu lange. So schnell kann er ja nicht foltern. Verdammt abgeschlossen. Frische Tat müssen wir. Die süße Nettie. Wo ist sie? Oben. Aber sie hat einen sehr wichtigen Kunden. Ja, den nicht Kunden, den brauchen wir. Den nehme ich mir mal vor. Ich versuch's das Zimmer. Niemand wird dich hören, Schlampe. Keine Seele. Aber dich. Dich wird gleich die ganze Stadt hören. Und schon wieder störst du mich. Wo ich das doch so verabscheue. Eigentlich will ich mit der süßen Nettie spielen. Danach ist sie nicht mehr so süß. Und ich würde den aber ganz gerne mit dir anfangen. Versuch's doch, du Bastard. Hätten wir auch zur Rede stellen können, aber. Den Typ tot sehen. Du bist frei. Danke. Danke. Der wird keinen mehr foltern. Wenn du nicht wärst. Autsch. Er hat gefragt, ob ich alles mache. Wenn der Preis stimmt, natürlich, habe ich gesagt. Da lächelte er. Götter, wie abscheulich. Und schlug zu, dass ich ohnmächtig wurde. Als ich aufwachte, war ich gefesselt. Und er machte den Spieß im Feuer heiß. Beruhige dich. Er wird dir nichts mehr tun. Er wird niemandem mehr was tun. Oh, Schreck. Sprich mit Rittersporn über Postschlosszustand. Okay, der Drecksack, der wird keinem mehr wehtun. So schnell raus hier. Ja. Nicht mehr viel, dann hänge ich den Beruf an den Nagel. Wie wär's mit einem Dreier-Schätzchen? Soll ich noch ein Mädel dazu holen? Nee. Ich weiß nicht. Du meinst uns beide. Auf zu Rittersporn. Bei ihm in der Bude müsste auch mal ein bisschen was ablegen. Was wir mit uns rumtragen. Die Bücher zum Beispiel. Oha. Kramagewackel. Der Maus mal ein bisschen überreagiert. Sorry. Ich hab die Maus mal kurz bewegt. Mausempfindlichkeit und so. Was willst du? Das ist ein Friseur. Keine Zeit gerade. Achso, hier, das ist ja der Doktor. Das ist ja beim Doktor. Ich war aber mit einem Hundebiss von einem Streuner bei ihm. Wie geht es besser? Stimmt's? Ja. Ja. Sehr schön. Hast du getan, worum ich dich bat? Ja, auf Hexerart. Danke, Geralt. Von mir und Priscilla. Dann wird es niemandem mehr wehtun.
Ich habe meinen Teil getan. Jetzt bist du dran. Kümmere dich gut um sie. Das werde ich. Du wirst sehen. Ich kümmere mich besser um sie, als es die Dryaden im Brokilon täten. Sie spricht wieder. Schöne Neuigkeit. Ja, nicht wahr? Professor von Graz hat mir gesagt, dass ihre Wunden schneller heilen als Trollwunden. Nicht sehr schmeichelhaft, aber doch ermutigend. Vielleicht singt sie sogar eines Tages wieder. Fürs Erste treten wir als Duo auf. Sie spielt Laute, ich singe. Ritter, Sporn und Kalonetta. Klingt doch toll, oder? Erstmal muss wieder gesund werden. Wunderbar. Alles Gute, Ritter Sporn. Auf der Bühne und auch sonst. Ah, okay, dann haben wir die Quests abgeschlossen. Fleischliche Sum. Okay, welches Schwert ist jetzt schon wieder kaputt? Die Stahlwaffe. Okay, haben wir Reparatursets? Natürlich nicht. Aber wir haben ein Schwert. Mit 231 Schaden. Das sah so schön aus, so hübsch aus, das Schwert. Und das ist ein Silberschwert. Stahlwaffe. Okay, ich werde nochmal. Eigentlich würde ich das gerne behalten.